Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde. Montagabend. RTC-Zeit. Fahren wird heute von der Season 1 das dritte Rennen auf Sandbox Circuit B. Und zwar fahren wir heute hier Grid 2A bei mir auf dem Kanal. So, Grid 1 wird gestreamt vom Max King 488. Grid 2A, meine Wenigkeit. Grid 2B wird gestreamt vom GPSR Evolution. Grid 3 vom SFRT Vincent. Das sind die vier, wenn ihr in spezielle Lobby rein möchtet. So, altbekannt bei der RTC, 15 Minuten Qualifying und dann 50 Minuten Racing. Die Renninformation zeige ich euch erst nach dem ersten Boxenstopp. Und letztes Mal hatte ich ja Grid 1 gehabt, heute haben wir Grid 2A, wieder andere Fahrer. Und dann gehen wir mal dann gleich durchs Fahrerfeld durch. Und Sacro ist eine etwas längere Strecke. Wir müssen gucken, dass wir hier keine Action verpassen. Auf der Strecke hier in Frankreich. Und dann gehen wir mal in das Fahrerfeld hinein. So, da sind wir. Wir gehen auf die Live. Ups. Jetzt. So. Wir gehen in die Live-Szene. So, jetzt haben wir alles wieder richtig verknüppelt. Und wir gehen mal hier auf den ersten Fahrer. Das ist der Lolanda fährt hier im Aston Martin. Dann haben wir hier auf der 2 den Itch. Auch im Aston Martin unterwegs. Dann haben wir den Wookie. Ein Kollege aus Kroatien. Dann haben wir den Batka oder Batscha. Weiß jetzt nicht genau, wie man dich ausspricht. Dann entschuldige ich mich jetzt schon, wenn ich einen Namen falsch ausspreche. Wir sagen mal der Batka. Dann haben wir hier auf der 5 den RC Funky, ebenfalls im Aston Martin unterwegs. Dann haben wir den Gorgi Metz GT, ebenfalls hier im Aston unterwegs. Den Luanda, dann haben wir hier den Kampfpsycho hier im Nissan GTR unterwegs. Den Luanda hatten wir schon. Dann haben wir hier den Ed Cracker. Gehe ich mal davon aus, dass das so heißen soll. Dann haben wir den Myst hier unterwegs in der Corvette. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, ein portugiesischer Kollege. Den nennen wir einfach mal GP. Hier auf der 10. Jetzt momentan auf der 4. Auch im Hyundai unterwegs. Dann den Gurgi hat man schon, Kampfzüge hat man. Den Müs. Dann haben wir den Kawa. Na, wo ist er denn? Springt hier rum. Okay. Komme ich noch nicht drauf. Kawa Joe auf der 11. Der Belgier. Hier haben wir ihn im Bild, ebenfalls mit dem Nissan GTR unterwegs. Dann haben wir hier unseren Lobbyort, den Peter. Peter zockt. Und auf der 13 RP Motorsport. Auf Nummer 13. So, und in 4 Minuten startet das Qualifying.
20 Uhr 44 ist der Start, 15 Minuten Qualifying und 20 Uhr 59 der Start. 50 Minuten Rennen hier auf Sandcore von der RTC Grid 2. Wie gesagt, Race Nummer 3, Season 1. Und dann gehen wir mal auf einen Fahrer, wo draußen unterwegs ist. Wir nehmen gerade mal den Myst und gehen mit euch mal, nein, das wollte ich nicht, in die, mal in die Heckansicht von seinem Fahrzeug und fahren mal eine Runde mit ihm mit hier auf Sandcore. Oh, und da geht er schon an die Bande. Das war natürlich nicht so geschickt. Und geht raus. Dann müssen wir uns einen anderen Fahrer suchen. Da ist noch einer. Genau, da fahren wir mal mit dem GP eine Runde mit hier auf der Strecke in Sandcore. Oh, ah, da auch ein Quersteher drin gehabt mit seinem Hyundai. Der GP hier. So, und guten Abend in den Stream. Servus zusammen. Oh, wir fahren hier eine Runde bei GP hier auf Socro mit Fahrer. Machen sich jetzt noch mit der Strecke vertraut und RP Motorsport hat den Raum verlassen und RP Motorsport Sepp hat den Raum ebenfalls verlassen und der Funky auch. Deswegen müssen wir dann genau gucken, wem wir hier alles dann wirklich am Start haben in Grid 2A. Da lasse ich euch mal hier noch ein bisschen die Strecke genießen. Bis dann, Quali-Start in 2 Minuten, schreibt der Peter. Und dann sind wir voll für euch dabei. Radical Racing Funky schreibt gerade Akku leer. So, Peter schreibt, versucht eure letzte schnelle Runde vor 21 Uhr zu beenden, aber dennoch auf der Strecke bleiben, weil 21 Uhr hier das Rennen startet. So, Quali-Start in 1 Minute. Und dann machen wir uns natürlich hier auch bereit, dann hier euch die Qualifikation zu zeigen. So, und da startet der Peter die Qualifikation. Mechanischer wurde zu leicht geändert. Raummechanismen wurden geändert. Wir gehen raus und der erste ist der Luanda, wo hier sich auf die Strecke begibt. So, da bin ich auch wieder im Bild. Servus. So, und wir gehen mal auf die natürlich Streckenkamera. Und ah, da trifft der Luanda und knallt schon mal in die Bande hier. So, der zweite ist der Buki, ist jetzt natürlich am Luanda vorbeigegangen. Dann der Headcracker auf der 2. Luanda auf der 3. Dann haben wir hier den HC Andy in der Corvette. Unser Schweizer Kollege.
So, dann haben wir RC, R, Matze. Und er fährt hier ebenfalls im Aston Martin. Auf Platz Nummer 6 haben wir hier den Myst. Er ist hier unterwegs, auch in einem Peugeot, in einem Evo. Sieht man auch selten in den Ligen, dass die Leute den Mitsubishi hier auswählen. Dann haben wir den Georgi hier im Aston Martin unterwegs. Dann den Kawacho im, ja, im Nissan GTR der Belgier. Dann haben wir den Batka hier ebenfalls im Aston Martin. Dann der Kampfpsycho hier im Nissan GTR. Der GP vorher schon mal im Bild gewesen, hier mit dem Hyundai unterwegs. Dann haben wir RC Funky ebenfalls im Aston Martin. Und der Peter im Renault unterwegs hier. Und wie ihr es wisst, werden hier bestimmte Fahrzeugklassen, wo nicht so selten gewählt werden, mit einem extra Punktesystem belohnt. Und der Itch ist an die Box gegangen. Platz Nummer 14. Wert hier ebenfalls im Aston Martin. So, jetzt mal gucken, was der Buki hier als erstes für eine Runde auf den Asphalt zaubern kann hier in Sacron. Ihr seht da, 2 Minuten Sacron B, 2 Minuten 12, 2 Minuten 13. Zwischen 2.10 bis 2.13 werden hier wohl die Zeiten dann liegen. Und wir gehen nochmal hier auf die Streckenkamera. Und dann schauen wir, was Buki hier als erste gezeitete Runde hier hinlegen kann. Da die Strecke ja auch ein bisschen länger ist und wir nur 15 Minuten im Qualifying haben, werden wir nicht so viele Runden sehen. Dann denke ich mal maximal 9 Runden oder so. 9 mal 2 sind das schon zu viel, 18, 5, 7, 7 Runden, vielleicht 6, wenn noch ein Boxenstopp und die Räder gewechselt werden, haben die Fahrer hier maximal 5 bis 6 Runden Zeit, hier ihre Startposition herauszufahren. Geht es in die letzte Kurve vor Start und Ziel und dann bekommen wir mal die erste Zeit. Und der Buki haut hier eine 204 sogar raus. Okay. Edgriger eine 205. Oh, ich habe die Information an. Sorry. Der Matze hier auf der 3. Andi hat sich hier auf die 2 vorgeschoben. Hat die zweitschnellste Zeit gefahren, jetzt wurde er vom Batka abgelöst. So, und dann gehen wir auf den Headcracker. Jetzt hier auch persönlich verbessert. Und hat meine Startnummer, die 77 hier mit am Start. So, dann gehen wir auf den Gorgi. Dann haben wir hier den Kawacho im Nissan GTR. Dann der Matze folgt hier im Aston Martin. Dann haben wir den Kampfpsycho hier ebenfalls in Nissan GTR unterwegs. Dann der GP im Hyundai. Der Portugiese. Ja, bei der RTC ist ja viele Fahrer aus verschiedenen Nationen angetreten.
sieht man auch selten in deutschen Ligen, dass da so mehrere Nationen, meistens sind es Kollegen aus Österreich, aus der Schweiz und aus Deutschland. Aber so internationales Feld hat man eher seltener. Aber finde ich auch ganz gut, dass so Kollegen hier auch in solchen Ligen mitfahren. Gehen wir hier auf den Peter im Renault. Die roten Bullen. Und die Hälfte der Qualifying-Zeit ist gleich erreicht. Und wir gehen wieder auf den Buki, hier ebenfalls im Nissan GT-R. Immer noch Inhaber der schnellsten Runde, momentan die Pole für Buki aus Kroatien. Dann auf der 2 momentan der Headcracker im Aston Martin. Auf der 3 ebenfalls im Aston Martin momentan der Baka. Und der Funky hier ebenfalls im Aston Martin unterwegs. Momentan auf der 4 und wir haben Halbzeit. Noch 7,5 Minuten bis Ende des Qualifyings. Andi, der Schweizer, hier in der Corvette unterwegs. Momentan auf Platz Nummer 5. Cavaccio, der Belgier, hier auf der 6. Im Nissan GT-R. Dann haben wir den Matze im Aston Martin hier momentan auf Platz 7. Dann der Georgi ebenfalls im Aston auf Platz Nummer 8. Dann der Itch auch im Aston unterwegs. Momentan auf Platz Nummer 9. Luanda hier auch im Aston unterwegs. Platz Nummer 10. Kampfpsycho im Nissan GTR auf Platz Nummer 11 und der Portugiese, der GB, ja, im Hyundai momentan auf Platz Nummer 12 und der Wüst im Mitsubishi auf Platz Nummer 13. Noch ein paar Fahrer an der Box, haben sie noch mal neue Bereifung geholt, um hier für die letzten Runden einen frischen Satz Reifen drauf zu haben, um hier noch mal vielleicht die schnellste Runde zu erreichen, um sich hier noch die Pole zu ergattern. Und wir gehen mal eine Runde in der Cockpit-Perspektive von Peter über die Strecke hier in Sankor. Ein Schluck trinken. Sind wir wieder am Start. Jetzt geht es über die große Brücke. Also jetzt hat hier ein Speed von 230, 240, ja, 240 und dann muss er schon wieder runter. Bremsen. Oh, kommt hier ein bisschen leicht weit raus, ein bisschen an der Bande gestriffen. Und dann
ist ja zwischenzeitlich. Ja, reicht leider nicht für den ersten Platz. Ist noch im roten Sektor, aber ich denke mal, wird sich so auf Platzstart 4, 5 so in der Richtung, denke ich mal, ansiegen, wenn er die Runde hier so vollenden kann. Und was kann der Peter hier rausfahren? Eine 2-2. Eine 2-6 herausgefahren, aber immer noch auf Platz Nummer 14. Hat er irgendwo ein bisschen Zeitverlust gehabt, der Peter. Und der Petscher hat jetzt hier die neue schnellste Runde sich geholt, hat den Wookie hier auf Platz 2 verdrängt. Mit einer 2-04-7-06. Und noch 3 Minuten zu fahren. So, Kromwalde ist dem Raum beigetreten. Der fährt auch in Grid 2A. Der Kromwalde haben wir auch schon. Und Wookie hat sich hier wieder die Pole-Position zurückgeholt mit einer 204-529. Hat er hier den Batka wieder auf Platz Nummer 2 zurückverwiesen. Wir haben noch 2 Minuten im Training. Wir werden gucken, Kromwalde, ob er hier noch eine Zeit fahren kann oder nicht. Wenn nicht, startet er von Platz Nummer 15. Kromwalde hier auch im Aston Martin unterwegs. Ah, ich denke, die Zeit wird eh nicht mehr reichen. Dann startet er von der 15, ist ein bisschen später jetzt beigetreten. Und somit haben wir in Grid 2A 14 Fahrer am Start. Ah, okay. Peter schreibt gerade Start um 21:05 Uhr, damit Kromwalde doch noch ein paar Quali-Runden drehen kann. Das ist nur fair. Das ist in Ordnung. Und somit hat der Kromwalde natürlich auch noch eine Chance hier auf die Pole. Noch ein paar Runde. Ja, 5 Minuten, 2 Runden kann er auf jeden Fall drehen. Eine Boxenrunde. Eine gezeitete Runde kann er auf jeden Fall hinlegen. Und da haben wir den Kromwalde hier im Bild und fahren mal mit ihm mit und schauen, welchen Startplatz sich Kromwalde hier noch rausfahren kann. Somit verzögert sich der Start um 5 Minuten nach hinten, aber kein Problem. Und natürlich schauen jetzt alle gespannt hier auf Kromwalde, was er hier dann für eine Zeit und für einen Startplatz sich hier herausfahren kann. Schafft sogar noch 2 gezeitete Runde. Weil er kommt jetzt gleich über Start und Ziel. Ist jetzt vor der letzten Kurve, vor Start und Ziel. Leichter Drift, leichter Quersteher.
Und jetzt Grumwalde auf seiner ersten gezeiteten Runde. Und wir sehen gelbe Flaggen. Ich hoffe, die anderen Fahrer stehen ihm jetzt da nicht im Weg. Wie gesagt, GP stand sehr weit rechts. Hat hier ordentlich Platz gemacht, dass Grumwalde hier natürlich auch noch eine gezeitete Runde ordentlich fahren kann. Die Fahrer sind alle sehr weit rechts gefahren, warten sehr weit rechts, nicht mitten auf der Straße. Das ist Fairness, das ist Sportsgeist. So, da Romalde ein bisschen an der Leitplanke lang geschrabbert, hat sich schon mal ein bisschen Lack verkratzt. Neue schnellste Runde. Der Andi, der Schweizer, hat hier eine 204-226 und hat sich jetzt momentan erstmal die Pole gesichert. Und noch 2 Minuten, eine Runde kann Grumwalde noch fahren. Und somit hat er 2 gezeitete Runden. Wir schauen, wo die Uhr stehen bleibt hier. .205, .206. Ah, Grumwalde erstmal auf Platz Nummer 14. Ah, und er bleibt stehen. Okay. Hat Grumwalde nochmal stehen geblieben, hat einen, und somit steht das Ergebnis fest. Wir haben den Andi auf der Pole, gefolgt vom Buki, obwohl er versucht, hier glaube ich nochmal eine Runde zu fahren. Auf der 2, Batka auf der 3. Funky startet auf jeden Fall von der 4. Matze eventuell auf der 5. Cavaccio auf der 6, der hat Gregor von 7. Alle auf die Strecke bitte. Und dann startet jeden Moment das Rennen hier in der RTC. Montagabend. Saison 1, Race Nummer 3, Grid 2A auf Suncor Circuit B. Und dann kommt der Funk hier um die Kurve gedriftet. So, und der Peter hat das Finale begonnen. 50 Minuten. Jetzt hier Racing Pur auf Suncor. So, wir machen uns bereit, dass wir hier wieder ganz kurz dann rausgehen, um den Kamerabug zu übergehen. Ihr seht natürlich ja den Start. Ich nehme ihn auch gleich auf, dass ich ihn euch dann voll in der Wiederholung nochmal zeigen kann. Da ist die Ampel. Und da ist der Start. Ja, Buki kommt nicht ganz so gut weg. Ja, so, jetzt sind wir wieder drauf. So, erste Kurve. Alle gut weggekommen.
ist auf der Buki. Und wir gehen in die Wiederholung rein und zeigen euch nochmal den Start. Aus der Perspektive vom Andi. Andi gut weggekommen. Buki weg und wird da schon überholt. Vom Viertplatzierten. Und da geht es in die erste Runde. Das komplette Feld. Und wir gehen zurück auf die Hauptkamera und sortieren die Fahrer. Auf Platz Nummer 1 der Andy. Momentan eine halbe Sekunde vor dem Funky, der hier sich vorgefahren hat, vor dem Buki. Wird jetzt aber attackiert vom Buki. Buki muss ein bisschen abreißen lassen. Danach haben wir den Matze, gefolgt vom Itch, der Badger, Artbreaker, dann der Gorgi, Luanda, Cavaccio und dann geht's auch schon gut bei Sache. GP hier versucht schon im Überholvorgang. Der Myst, Kampfpsycho, Kromwalde auf 14 und der Peter hier auf der 15. Und wie gesagt, das Feld ist noch dicht beisammen. Und so am besten ist, dass wir jetzt hier erstmal so ein bisschen nicht so viel verpassen von den actionreichen Bildern. Momentan, wie gesagt, das Feld noch recht dicht beisammen. Wie an der Perlenschnur fahren sie hier alle schön hintereinander. Und da kamen schon die ersten Überholandeutungen. Wir zeigen uns mal im Rückspiegel. Momentan noch keine Veränderung im Fahrerfeld. Falsche Taste gedrückt. Cavaccio jetzt auf Purple. Versucht hier als die Bestzeit zu fahren. EP. Der Myst. Romwalde. Der Kampfpsycho. Romwalde jetzt natürlich schon auf Platz 13 vorgefahren von der 14. Und der Peter hier auf der 15. Andy konnte sich jetzt hier schon 1,2 Sekunden mit seiner Corvette absetzen. Vom Rest des Feldes ist jetzt hier auch wieder auf Pürbel, auf Bestzeit. RC Funky hier auf Platz Nummer 2, gefolgt vom Buki. Und der Buki hat hier den Matze im Getriebe hängen. Und dann mal, ob der Matze hier geht jetzt rechts vorbei und versucht hier den Buki zu überholen. Ist dann auf der inneren Bahn vor der Kurve, aber steckt hier zurück, lässt den Buki nochmal den Vorrang. Aber jetzt dann nochmal erneut der Angriff. Beide nebeneinander. Und jetzt ist er vorbei am Buki, der Matze. Dann haben wir hier den Batka. Aber Buki versucht hier nochmal zu kontern. Sehr dicht beieinander, aber reicht ihm wohl nicht ganz. Muss jetzt ein bisschen abreißen lassen, kommt so nicht in den Windschatten. Doch, jetzt ist er wieder ran und geht rechts raus und versucht jetzt hier wieder sich die Position von Matze zurückzuholen. Aber Matze hier wieder auf der Innenbahn. Bessere Linie, leichter Kontakt von beiden Fahrzeugen.
Ah, und da kommt er an die Leitplanke, gibt hier Lichthupe, war mit der Aktion nicht ganz einig und wurde auch natürlich jetzt vom Butker auch noch überholt. Dann gehen wir nochmal in die Wiederholung, dann sehen wir das vielleicht aus dem Butker seiner Sicht. Ja, da war der Kontakt an der Leitplanke und Butker hier vorbei am Buki. Und Buki jetzt hier an beiden wieder vorbeigegangen. Eieiei, ganz spannendes Duell zwischen den dreien hier vorne. Wir gehen da nochmal rein und schauen, was der Buki hier macht. Da geht er an beiden vorbei. Überholt hier beide. Und ist vorbei. An beiden Aston Martin wieder vorbeigegangen. Wir gehen aber mal weiter im Feld. Die anderen sollen ja auch nicht zu kurz kommen. Itch hier, 2 Sekunden dahinter. Da Überholmanöver. Meets Orgi gegen Luanda. Gibt hier auch noch mal ein schönes Überholmanöver zwischen den beiden. Ah, ist der Gorgi vor Luanda. Luanda versucht jetzt hier vorbeizugehen. Ist dann auf der Innenbahn kurzfristig vorne. Aber Gorgi kann hier seine Position verteidigen. No. Grumwalde mittlerweile sich auf die 10 vorgekämpft. Und Platz Nummer 14. Den Kawa, den GP und den Kampfpsycho hier im GTR. Und der Peter ist hier auch schon auf Platz Nummer 4. Was ist mit Myst passiert? Ist langsam unterwegs. Vielleicht kriegen wir das auch noch mal rein. Nein, da war er schon zurück. Haben wir leider nicht mehr reinbekommen. Und wir gehen auf den Führenden, den Andy. Hier in der Corvette 1,5 Sekunden vor dem Funky. Und dann 2 Sekunden hat der Buki und hat immer noch die beiden Ersten im Genick, den Betcher und den Matze, wo ihm hier kräftig das Leben schwer machen und hier seine Position zu ergattern. Aber alles fair, alles gut. Der hat Krieger ist sehr weit rausgekommen, ist hier gegen die Bande geknallt. Aber die Matze im Bild hat Krieger hier gerade gegen die Bande. Der Itch. Gorgi hat immer noch den Luanda im Genick. Und Grumwalde hat hier auch zu kämpfen mit GP. Und Kampfpsycho hatte hier auch noch das Vierergespann, wo er vorbei ist, trotzdem noch im Genick hängen. Ja, den GP. Den Mann aus Portugal. Und Kampfpsycho. Gefolgt vom Belgier, dem Kawa. Mal hier auf die Verfolger kämen. Ah, rückwärtige Kamera, da sieht man den Peter und die von Kamera. Und hier seht ihr, GP versucht hier an Grumwalde vorbei. Grumwalde an die Wand gekommen, hat einen Kontakt gehabt mit der Außenbande und somit geht GP hier noch nicht ganz vorbei. Grumwalde konnte hier seine Position verteidigen. Aber jetzt aus dem Windschatten heraus und geht am Grumwalde vorbei. Auf der inneren Bahn natürlich die bessere. Aber Grumwalde wird hier versuchen natürlich seine Position zu verteidigen gegen den GP. Und es reicht nicht. Und da, oh, Grumwalde dreht sich hier weg.
Ah, das ist ärgerlich. Da müssen wir noch mal genau reingucken, was da passiert ist. Wir gehen mal in die Ansicht vom Grumwalde. Schauen, ah, da kommt er aufs Grün, dreht sich die Karre und schlägt an. Hoffentlich hat er jetzt keinen Schaden großartig genommen an seinem Fahrzeug. Und natürlich ist er hier auf die 13 zurückgefallen. Aber hat keinen größeren Schaden, er fährt weiter. Aber ist natürlich durch das Missgeschick hier auf Platz Nummer 13 zurückgefallen. Dann auf 14 der Kampfpsycho. Und der Myst hier im Mitsubishi auf Platz Nummer 15. Und wir gehen auf den Führenden, den Andy, immer noch 1,2 Sekunden Vorsprung auf den Funky, der hier den Abstand immer versucht reinzuholen, und die Fahrer sind immer noch sehr dicht zusammen. Die restliche Zeit 38 Minuten. Und da haben wir den Buki, der immer noch dem Badger und den Matze hier dran hat. Matze musste jetzt schon ein bisschen abreißen lassen, hat somit nur noch den Badger hier am Getriebe hängen. Wo jetzt auch wieder versucht, hier vorbeizugehen auf der Außenbahn. Das reicht leider nicht ganz. Jetzt beide auf gleicher Höhe. Oh, Badger hat die Nase vorne. Aber Buki wird hier gleich wieder kontern. Reicht nicht, jetzt muss Buki ein bisschen abreißen lassen. So, hat Gregor jetzt hier am Matze vorbeigegangen. So, und die ersten gehen in die Box. Ja. Hauptcracker ist ja schon am Matze vorbei. So, wir gehen in die Hauptkamera und die ersten Leute sind in der Box und wir geben die Renninformation frei. Und durch die Boxenstopp natürlich jetzt eine veränderte Positionsfolge, und zwar ist der Luanda jetzt momentan auf 1 unterwegs, gefolgt vom Gorgi, wo aber auch schon einen leeren Tank hier hat und dann auch demnächst in die Box muss. Der GP hier auch ein bisschen weit rausgekommen ist, der Kawa vorbeigegangen. Vielleicht kriegt man das noch mal in die Wiederholung, was da passiert ist. Ah ja, baut er seine Penalty ab. Oder verbremst er sich hier? Ah, hat sich da ein bisschen verbremst, ist aufs Rasen gekommen. Und somit konnte Kawa hier am GP vorbeigehen. Aber das ist noch nicht gegessen hier bei den beiden. Oh, Kawa wieder an die Wand rangeknallt. Und GP versucht jetzt hier. Und GP streift links an der Bande. Und somit beide hier ausgeglichen. Positionskampf hier um Platz Nummer 3. Beide nebeneinander. Sehr schöne Bilder. Und der GP hat hier die Nase wieder vorne. Aber sie müssen jetzt natürlich beide an die Box. Was jetzt auch gleich passieren wird. Und wir gehen nochmal kurz. Na, wo bist du denn? Ah, ich muss nochmal einen Schluck trinken. Und der Matze. Der Matze hat hier den Raum verlassen, hat einen Disconnect. Ach, das ist ärgerlich für den Matze, dass er hier mit Disconnect aus dem Raum geflogen ist. Das ist natürlich nicht so toll für die Fahrer, wenn sie mit Disconnect hier ausschalten.
Und durch die Boxenstopp erneuter Positionswechsel. Der Indy ist hier wieder auf Platz Nummer 1 mit seiner Corvette gefolgt vom Myst. Aber der war noch nicht in der Box. Hat sich vom letzten Kampf jetzt hier vorgefahren auf die 2. Aber muss natürlich jetzt auch gleich in die Box. Und wird den zweiten Platz somit wieder verlieren. Punky Warnerbox momentan hier auf der 2 unterwegs. Gefolgt vom Patka, wo ebenfalls in der Box war. Dann haben wir den Puki, der war auch in der Box jetzt hier auf den 5. zurückgefallen. Ed Trigger war ebenfalls in der Box auf Platz Nummer 6. Und dann haben wir den Itch im Bild, ebenfalls in der Box gewesen. Platz Nummer 7. Und dann haben wir den Luanda auf Platz Nummer 8, gefolgt vom Borgi, der ebenfalls in der Box war, wo jetzt hier versucht, am Luanda wieder vorbeizugehen. Aus dem Windschatten heraus. Versucht er hier, wartet noch ein bisschen ab. Und wir bleiben mal kurz auf dem Duell von den beiden hier. Und ihr seht es auf der Minimap, die Fahrer sind alle noch sehr dicht beieinander. Und jetzt da geht Gorgi vorbei am Luanda. Außen vorbei, dann in die Innenbahn reingezogen. Und somit sich hier den 8. Platz zurückerobert. Aber Luanda sagt, nicht mit mir, mein Freund. Da müssen wir nochmal drüber reden. Den Platz gebe ich nicht so einfach auf. Jetzt muss Luanda ein bisschen abreißen lassen. Und wir gehen weiter auf den Kawacho. Hier auf Platz Nummer 10 war ebenfalls in der Box. Und fährt momentan auf Platz 10 mit seinem Nissan GTR. Gefolgt vom GP, wo jetzt bis auf die 10 durchgereicht wurde. Auch ebenfalls nach Boxenstopp. Kampfpsycho hier ebenfalls in der Box gewesen. Aber der Nissan braucht hier ordentlich Reifen, so wie das aussieht. Er frischt schon ordentlich. Romwalde ebenfalls in der Box gewesen, hier auf die 12 zurückgefallen. Und der Peter. Peter hier auf Platz Nummer 13 und Myst jetzt auch in der Box gewesen. Und wie ich es vorher sagte, natürlich vom 2. Platz wieder zurückgefallen auf den letzten Platz. Aber wie gesagt, seltenes Auto, Mitsubishi Evolution hier. Finde ich gut, dass solche Autos auch in den Ligen ab und zu gefahren werden. Und dann haben wir den Führenden, wo sich schon wieder 2,7 Sekunden rausgefahren hat, auf den Funky. Und er wiederum 1,4 Sekunden hinter dem Batka. Und Batka hat 2 Sekunden hier auf Buki. Durch die Boxer wieder auf die 4 vorgefahren. Von 10 auf 4, okay. Und er wiederum 4 Sekunden auf den Headcracker. Und Headcracker 3,2 Sekunden hier auf den Itch. Und Itch hat 3 Sekunden Luft auf Gorgi. Und Luanda hängt dem Gorgi hier immer noch im Getriebe. Und versucht sich natürlich hier den 7. Platz zurückzuholen. An Kawacho auf Platz Nummer 9 und der GP auf der 10 im Hyundai. Kampfpsycho auf der 11. Romwalde momentan auf 12, 6 Sekunden hinter Kampfpsycho. Und der Peter hier eine Sekunde hinterm Romwalde und dann 8 Sekunden auf den Myst. Und wir gehen hier mal auf den Buki. Ist hier auf der 4, 2 Sekunden hinter dem Batka. Hier haben wir den Batka im Bild. Und da haben wir den Funky. Wir gehen mal auf die Verfolgercam vom Funky.
Ah, sieht er den Andi vor sich fahren. 240, 242 und muss abbremsen. Und im Rückspiegel sieht er natürlich auch den Batka. Wir gucken auf die Minimap, ob es da irgendwie auch gut hergeht. Dann schalten wir natürlich nochmal durch das Fahrerfeld durch. Der Buki, der Hardcracker. Wie gesagt, alle noch ein bisschen. Ja, Luanda versucht hier immer noch an den Borgi wieder ranzukommen. Und dann Kaba hat hier 1,8 auf Luanda und 2,8 Sekunden auf den GP. Kampfpsycho 3 Sekunden hinter GP. Kromwalde 5 Sekunden dahinter. Ja, jetzt sind wir im Bild. Dann der Peter, 1,5 Sekunden hinter Kromwalde und 8 Sekunden vor dem Müst. Und wir gehen wieder auf den Andy, auf den momentan Führenden. Und wir haben gleich Halbzeit. 22 Minuten sind absolviert, 28 haben wir noch zum Fahren. Und die schnellste Runde hat hier momentan der Buki mit einer 204-288. Und dann gehen wir auf den Zweitplatzierten momentan, auf den Funky. Gefolgt vom Batka. Und dann auf Platz Nummer 4 der Buki. Upgrigger. Der Itch. Dann haben wir den Borgi. Und der Luanda versucht ja immer noch an den Burki heranzukommen. Und mittlerweile der Kawa ist jetzt hier auch aufgerückt auf die beiden. Und ich denke mal, da wird es demnächst jetzt ein Überholmanöver geben vom Belgier. Und versucht jetzt hier wahrscheinlich an den beiden vorbeizukommen. Momentan 0,8 Sekunden dahinter. Und wir sind hier wieder mit dran. Der Cover ist jetzt natürlich hier dran am Luanda. Und wir sehen, wann kann er ihn hier überholen. Wir gehen auf den Luanda. Seine rückwärtige Kamera. Und da sehen wir, wie der Kawa hier sich ransaugen kann. Und versucht jetzt natürlich hier sich die 8. Position vom Luanda zu holen. Und durch das Duell der beiden kann sich der Gurgi dann natürlich nach vorne absetzen. Und jetzt seht ihr, die Seite, da geht er vorbei. Oh, und da gab es eine Berührung zwischen beiden. Rad-an-Rad-Duell. Wir gehen hier auf die Headkamera. Und Luanda hier natürlich. Da. Durch die Berührung rausgekommen an die Seiten. Und das kann natürlich GP jetzt auch gleich ausnutzen. Und hier vorbeigehen am Luanda. Und da haben wir das Überholmanöver. Und somit zwei Fahrer an ihm vorbei. Wir gehen dann nochmal in die Wiederholung. Da sehen wir da, wie Luanda an die Bande kommt. Hier sein Auto fast verliert, aber ohne Schaden wieder zurück auf Strecke kommt. Und dann aber schon der GP von hinten folgt.
und natürlich durch den Ausritt an die Bande hier am Luanda vorbeigehen kann. So, und wir gehen auf die Hauptkamera. Luanda versucht jetzt natürlich hier wieder zu kontern und den GP wieder zurück zu überholen. Aber muss jetzt auch ein bisschen abreißen lassen. So, da haben wir den Kampfpsycho 4 Sekunden hinter Luanda und Kromwalde 3 Sekunden hinter Psycho. Und dann haben wir den Peter hier auf Platz Nummer 13 und er hat 10 Sekunden auf den Wüst. Den haben wir hier im Bild. Wüst. Andy nach wie vor hier auf Platz Nummer 1. Wir haben die Halbzeit überschritten. Noch 24 Minuten bis zur Zieleinfahrt. 12 Runden sind absolviert. Der Funky hier auf der 2. Gefolgt vom Butker. Auf Platz Nummer 4. Der Pookie hier im Nissan GTR. Ed Gregor auf der 5. Der Ichia auf der 6. Gefolgt vom Gorgi. Mal aussehen, wie man rauskommt. Dann Kawacho. GP und Luanda hängt dem GP immer noch hinten dran. Möchte hier natürlich seinen Platz zurückhaben. Na, bleiben wir mal auf dem Duell. Von den beiden, die liegen gerade am dichtesten zusammen. So, wir haben hier die Heckkamera von GP. Und wir sehen, was Luanda kommt hier richtig dicht dran. Jetzt geht er rechts. Luanda rechts vorbei. Und da ist Luanda vorbei. Aber GP kann hier gleich wieder kontern. Aber Luanda hier auf der Innenbahn. Und wir gehen auf die Hauptkamera. Und Luanda muss wieder zurückstecken. Muss ich hier den GP abermals geschlagen geben. Und er versucht natürlich hier nicht aufzugeben und sich trotzdem seine Position irgendwie zurückzuerobern. Dann gehen wir mal auf den Luanda, auf den Psycho, abermals jetzt hier krank. Ja, der war glaube ich noch nicht in der Box, so wie das aussieht. Position. Kromwalde auf der 12. Aber da ist der Sprit auch schon. Also die Fahrer müssen nochmal an die Box. Dann ist eine Zwei-Stopp-Strategie. Der Wüst hier auf Platz nur 14 im Mitsubishi. Und wir gehen auf den führenden Mann hier, auf den Andy in der Corvette. Batka gegen Funky. Batka hier vorbei am Funky. Oh, gucken, ob wir das in der Wiederholung nochmal sehen. Vertan hat. Wir sehen es leider nicht mehr. Gehen wir zurück. Jedenfalls Batka hier vorbei am Funky. Und jetzt aber
Da fangen die wieder ganz dicht dran am Batka. Und Batka muss hier aber vor Funky in die Box. Weil wie ihr seht hier, der Sprit bei Batka ist zu Ende. Und im Rückspiegel oben seht ihr den Funky. Hat jetzt 0,6 Sekunden Rückstand auf Batka. Da haben wir den Buki. Ed Krieger. Burgi. Nakawa. GP und Luanda hängt immer noch hinter GP fest. Haben wir hier im Bild. Rumwalde auf der 10. Peter hier auf der 11, muss aber abermals auch nochmal in die Box. Der Itch war in der Box, ist auf die 12 zurückgefallen, kann jetzt natürlich das Rennen, denke ich mal, zu Ende fahren. Und der Müs, der muss auch nochmal eventuell in die Box. Psycho war hier auch nochmal in der Box und ist somit erstmal auf den letzten Platz zurückgefallen. Und die schnellste Runde hat der Buki 204-288 weiterhin. So, und jetzt muss der Andy halt hier auch in die Box und da biegt er ab. Batscha ebenfalls. Oh, Batscha hier. Sprit komplett leer. Aber es reicht ihm noch in die Box. Und Buki geht ebenfalls in die Box. RC Funky geht hier auch an die Box. Borgi auf der 6. Er setzt sich hier auf den zweiten Platz vor. Funky natürlich auf der 1. Da haben wir Funky im Bild. Aber sein Sprit ist jetzt auch, ihr habt es gesehen, umgeschalten auf Rot. Und muss dann natürlich ebenfalls hier den Weg in die Box. Aber hat jetzt 17 Sekunden Vorsprung. Versucht jetzt hier natürlich den klassischen Undercut, um sich hier den ersten Platz zu sichern. Borgi muss ebenfalls in die Box. Ja, sehe, sind das 17 Sekunden plus 7 macht 24 Sekunden vor dem Andy. Ohne Box war. Ah, da schauen wir, ob das für Funky reicht. 24 Sekunden für den Boxenstopp. Da sind wir doch natürlich gespannt. Luanda jetzt hier vorbei am GP, aber müssen auch noch beide in die Box. Wir gehen auf den Funky und sind gespannt. Ah, hat noch ein paar Meter bis zur Box. Batka hier auf die 6. Buki auf den Headkrieger auf der 8. Itch auf der 9. Der Müst auf der 10. Kawa auf 11. Rumwalde auf der 12. Psycho hier auf 13. Peter ebenfalls in der Box gewesen hier auf Platz Nummer 14. Und wir schauen bei Funky, wo jetzt in die Box geht. Und dann schauen wir, reicht das dem Funky, hier einen klassischen Undercut zu machen in der Box und sich so den ersten Platz zu behalten. Wir gehen auf den Borgi, der geht jetzt ebenfalls in die Box, genau. Dann reicht das dem Funky. Aber wir müssen auf den Andy natürlich gucken. Andy geht jetzt hier auf Start und Ziel. Und holt sich den ersten Platz. Das hat dann also für den Funky nicht gereicht. Da kommt Funky aus der Box. Andy hat sich hier natürlich jetzt seine erste Position wieder zurückgeholt. Luanda muss nochmal in die Box und somit der Funky auf Platz 2 zurückgefahren. Gefolgt vom Batka und der Buki hier auf Platz Nummer 5. Und wir gehen nochmal auf den Funky und schauen, ob er hier den Luanda jetzt gleich wieder überholen kann und sich somit den zweiten Platz zu holen. Aber wir haben noch
15 Minuten. Da passiert noch viel. Wir wollen den Tag nicht vor den Abend loben. Von Luanda. Wie sieht Luanda seinen Sprit aus? Ja, kann noch auf jeden Fall eine Runde fahren, aber die Reifen sind auch schon spät. Und da kommt Luanda. Gleich Besuch vom Funky. Ja, Funky geht jetzt hier richtig ran, saugt sich heran, ist jetzt schon nebendran am Luanda, muss aber noch mal kurz zurückstecken. Wollen versuchen jetzt natürlich hier im Windschatten zu bleiben und dann auf der Start-Ziel-Geraden hier am Luanda vorbeizugehen. Und da bleiben wir kurz drauf auf den beiden. Und da ist er richtig dran. Luanda macht da gleich Platz. Lässt den Funky ziehen. Oh, Funky. Auf der 2, Luanda auf der 3 und kriegt jetzt auch Besuch vom Batka, wo jetzt dann ebenfalls gleich am Luanda vorbeigehen wird. Da ist der Batka dran und geht hier außen am Luanda vorbei. Und der nächste ist der Buki, wo sich hier dem Luanda nähert. Und auch Buki wird jetzt hier gleich den Luanda überholen. Ah, Windschatten, da ist er schon nebendran. Und jetzt innen durch die und geht hier am Luanda vorbei. Jetzt hat Luanda 9 Sekunden Luft auf den Headcracker, aber Luanda muss hier in die Box. Da ist sein Sprit jetzt auch zu Ende. Leichter Kontakt an der Bande. Und wir gehen auf den Headcracker. Und der hat 8 Sekunden auf Luanda, wird ihn dann überholen in der Box. Dann Itch, gefolgt vom Gorgi hier auf der 8. Und der Kawa ist auch im Sekundenfenster hinten am Gorgi dran. Müsst hier auf Platz Nummer 10, muss aber auch nochmal an die Box. Der GP momentan auf Platz Nummer 11. Romwalde auf der 12. Kampfpsycho hier auf Platz Nummer 13. Und der Peter im Renault. Hier auf Platz Nummer 14. Weiter ein Fahrer. Der Matze schon ausgefallen mit Disconnect. Und wir gehen auf den Führenden, der Andy. Hat sich hier schon 5 Sekunden herausgefahren. Den Vorsprung auf den Funky, der jetzt hier natürlich den zweiten Platz hat, weil Luanda in die Box ist und er ihn vorher noch überholen konnte. Aber Batka kommt den Funky auch langsam näher. Gibt es da jetzt gleich das nächste Überholmanöver? Um Position 2 und 3. Da ist der Batka am Funky dran. Gehen jetzt hier beide durch die Box, durch die Kurve. Und er ist immer noch im Windschattenfenster vom Funky. So, saugt sich jetzt hier nochmal ran. 0,2 Sekunden. Und jetzt geht er. Versucht außen hier vorbei. Und
Radka hat hier die Nase vorn vor dem Fangi. Fangi natürlich wieder gekontert. Und jetzt ist Radka wieder vorn. Ah, ein spannendes Duell zwischen den beiden hier um Platz 2 und 3. Sehr schöne Rennbilder von den beiden. Und die geben natürlich hier nicht auf. Ist hier ein Wechsel. Oh, und Radka hier ein bisschen zu weit an die Wande gekommen. Und den Lack wieder ein bisschen abgeschliffen von seinem Aston Martin. Steckt jetzt ein bisschen zurück, um neuen Schwung zu nehmen und da hier wieder an dem Funky vorbeizugehen. Oh, momentan lässt Radka ein bisschen abreißen und wir gehen mal wieder zu den anderen Fahrer. Der Buki hier 1,6 Sekunden noch hinter den beiden. Dann der Headcracker hier 10 Sekunden hinter Buki auf Platz 5. Hat nach hinten 7 Sekunden Luft auf den Gorgi. Und der Ichia auch hängt er dem Gorgi dran, versucht hier natürlich auch den 7. Platz zu kommen. Und Kawa hängt auch noch im Sekundenfenster mit dran an den beiden. Dann haben wir 10 Sekunden auf Luanda. RGP 2 Sekunden dahinter und hat 6 Sekunden Lust auf Kromwalde. Und Krumwalde 1 Sekunde auf Kampfpsycho und Kampfpsycho hat 9 Sekunden auf den Myst. Myst war an der Box, Peter war an der Box. Und Peter jetzt hier 1,3 Sekunden hinter dem Myst. Zurück. Und wir gehen mal wieder hier auf das Duell zwischen den beiden. Und da seht ihr, Funky und Radka kämpfen hier immer noch um Position 2 und 3. Noch 7 Minuten zu fahren. Das wird ein spannendes Duell wahrscheinlich bis zum Schluss werden. Außer einer vertut sich hier und haut sich die Karre beet. Was wir natürlich nicht hoffen wollen. Und da vorne seht ihr den Andy mit seiner Corvette. Aber Buki kommt auch langsam näher. Aber auf der Geraden scheint der Aston Martin ein bisschen Vorteil zu haben gegenüber dem Nissan. Und wir Radka muss jetzt wieder ein bisschen abreißen lassen. Gehen wir noch mal auf den Itch. Der hängt hier auch noch immer noch hinter dem Gorgi fest mit 0,4 Sekunden. Findet hier auch noch keinen Weg vorbei am Aston vom Gorgi. Und Kawa ist auch ran am Itch. Das gibt auch noch ein spannendes Duell hier um die Plätze 6, 7 und 8. 6 Minuten sind noch zu fahren. Und der Luanda hier 10 Minuten dahinter. GP hier auf Platz Nummer 10, gefolgt vom Kromwalde. Kampfpsycho auf der 12, der Myst auf der 13 und Peter zockt auf Nummer 14. Andy hier immer noch 4,6 Sekunden auf Platz Nummer 1 und die restlichen 5 Minuten in diesem Rennen auf St. Croix sind angebrochen. Noch 5 Minuten Restrennzeit.
in diesen Rennen und wir befinden uns in Runde 22. Ja, Funky, hier konnte sich jetzt ein bisschen von dem Batka lösen. Hat den jetzt ein bisschen hängen lassen. Batka hat hier jetzt ein bisschen abhängen lassen und steckt hier ein bisschen zurück. Rund 3,3 Sekunden. Auch Boogie hat hier wieder ein bisschen abreißen lassen müssen. Auf die beiden. Er hat Krieger 8 Sekunden hinter Boogie und hat 10 Sekunden Luft auf Gorgi. Und da haben wir aber schon, Kawa ist hier am Itcher vorbei. Ja, das ist auch noch ein spannendes Teil. Wir gehen hier nochmal kurz rein in die Wiederholung. Ah, da ist Kawa schon vorbei, okay. Und dann sind wir natürlich wieder. Und also Kawa vorbei am Itch. Aber hängt jetzt hier natürlich dem Gorgi hinten im Getriebe und Itch natürlich dem Kawa. Da haben wir nochmal ein spannendes Duell hier auf den letzten Kilometern. Um die Plätze 6, 7 und 8. Und der Itch jetzt hier nebendran am Kawa. Aber reicht noch nicht ganz. Ist hier aber voll im Windschattenfenster. Jetzt schön hier im Dreiergespann die Jungs. Ja, wir sehen aus der Verfolgerkamera vom Itch den Zweikampf hier, Dreikampf besser gesagt, um die Plätze 6, 7 und 8. Und natürlich der Itch hier ein Weg am Belgier, an dem Kawa vorbeizugehen. Aber reicht noch nicht ganz. Wir gehen zurück auf die Hauptkamera. Gehen auf den Gorgi. Und machen hier mal die Heckkamera von dem Gorgi rein. Und versuchen das Duell mal aus der Verfolgerperspektive ein bisschen einzufangen. Wir gucken auf der Karte. RC Funky immer noch vor Batka. Da gab es noch keine Veränderung. Hier momentan auch nicht, aber muss hier wieder ein bisschen abreißen lassen und wir haben noch 2 Minuten bis zum Zieleinlauf und auch der Itch hat jetzt hier ein bisschen abreißen lassen auf den Kawa, 1,3 Sekunden weg, aber der Kawa erhöht hier den Druck auf den Gorgi. Und versucht sich hier nochmal ranzusaugen an die Heckstoßstange von den Gorgi. Und versucht hier natürlich, sich den 6. Platz vielleicht auch noch zu holen. 1 Minute 40 noch. Die Renndistanz. Eine Minute 16 noch zum Fahren. Und der Funky ist immer noch auf Platz 2, Batka auf Platz 3. Gibt es hier nochmal Überholmanöver? Wir gehen mal auf den Führenden. Jetzt hier auf den Andy, der jetzt noch eine Runde fahren muss. Andy jetzt hier in der letzten Runde. Restliche Zeit 1 Minute. Und ich denke, dann werden noch ein paar Fahrer abgehängt. Wir gehen mal durch den Rest des Feldes durch. Wer hier noch abgewunken wird, 35 Sekunden. Ah, ihm dürfte das noch reichen. Aber Romwalde kommt hier auch noch vor Ablauf der Zeit rüber. Bücho ebenfalls. Der Myst muss auch noch eine Runde fahren. Und wie sieht es mit Peter aus? Wird Peter hier abgewunken oder kommt er auch noch über die Ziellinie? Und fährt nochmal eine Runde. Ah,
Peter wurde abgewunken auf Platz Nummer 14. Ist somit durch. Und dann gehen wir natürlich auf den ersten hier, auf den Andy. Und verfolgen seine Zieleinfahrt. 3,7 Sekunden hat er hier sich herausgefahren auf den ersten Platz. Und da haben wir ihn. Den Peter. Ach Quatsch, der Andi. Jetzt hier, letzte Kurve vor Start und Ziel. Gibt hier schon Lichthupe. Letzte Kurve vor Start und Ziel und geht jetzt hier auf die Startzielgeraden. Und da ist die schwarz-weiß karierte Flagge für den Andy und wird hier abgewunken. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1. Der Funky hier auf Platz 2. Herzlichen Glückwunsch ebenfalls. Batka Platz 3. Herzlichen Glückwunsch, Podium. Und der Buki, er gibt ja auch Lichthupe. Herzlichen Glückwunsch auch dir zu Platz Nummer 4. Und der Headcracker hier Platz Nummer 5. Auch Lichthupe, jawohl. So, auch dir herzlichen Glückwunsch zum fünften Platz. Und da haben wir den Gorgi, wo hier sich den sechsten Platz holt. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Und Kawa, der Belgier, hier auf der 7. Und Luanda wird hier auf Platz Nummer 8 abgewunken. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Und da kommt der Portugiese, der GP, hier auf Platz Nummer 9 durchs Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Und der Itch geht hier hin. Und Kromwalde auf der 11 hätte hier fast den Itch noch geholt. Kampfpsycho auf der Links. Und der Myst hier im Mitsubishi als 13. durchs Ziel. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Und ebenso dem Peter auf Platz Nummer 4. Einen herzlichen Glückwunsch. War wieder ein spannendes Rennen bei euch. Wir gehen jetzt nochmal auf die offizielle Rennergebnisliste. Die haben wir hier oben, Rennergebnis. Und dann kann ich was sagen. Also, erster, der Andy, der Schweizer, in der Corvette hier, sich den ersten Platz herausgefahren. Gefolgt vom RC Funky auf Platz Nummer 2 im Vantage. Gefolgt vom Batka, ebenfalls im Vantage, auf Platz Nummer 3. Dann der Buki, der Kroate hier im GTR, sich den Platz Nummer 4 geholt. Der Headcracker ebenfalls im Vantage hier auf Platz Nummer 5 gefahren. Gorgi im DBR hier auf Platz Nummer 6. Der Kawa im Nissan auf die 7. Luanda hier im Aston auch auf die Nummer 8 gefahren. GP im Hyundai auf Nummer 9. Der Itch ebenfalls im Aston hier auf die 10. Grumwalde im Aston auf die 10, auf die 11. Dann Psycho hier auf Platz Nummer 12 im Nissan, dann der Myst im Langer, im Mitsubishi hier auf die 13 und der Peter im Renault auf Platz Nummer 14 und der Matze war das glaube ich, wo den Disconnect hatte und hier ausgefallen ist leider. So, meine lieben Zuschauer, das war's erstmal für heute. So, nächste Woche wieder 20 Uhr natürlich, da streame ich dann den Grid Nummer 3 normalerweise. Ich gucke da nochmal in die Links rein. Da haben wir einen Screenshot. Und zwar nächste Woche fahren wir auf Dragon Trail in Kroatien am 22.03. Und dann streame ich für euch Grid 2B. Bin ich dann am Montag wieder für euch am Start mit der RTC. Wer mich noch mal sehen will, am Mittwoch bin ich mit DP Motorsport hier im Formula Cup unterwegs. Mittwochabend 20 Uhr und Samstag mit NTT E-Racing. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir gucken mal, ob wir hier noch den Maxi King reden können. Das machen wir. Ich schicke euch mal rüber zu Maxi King, der streamt hier Grid 1, die fahren noch die Jungs. Und somit gehe ich rüber zu Maxi King und könnt ihr da noch wissen, die sind noch 2 Minuten. Dann könnt ihr da noch ein bisschen zugucken und dann
bin ich raus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Iceman. Ciao.